Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Until Dawn. Oh ja, der Horror kann weitergehen und wir sind hier bei Ashley angelangt. Ja, die ist ja ganz schön verknallt in Chris. Jetzt guck mal, wie es weitergeht. Verknallt, die ist verliebt. Liebe. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Oh, da kann ich rumgucken, ist ja cool. Oh, was sehe ich? Oh. Wow, hallo. Du bist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Das war mir so klar. Immer diese Intrigen. Ah! Wow, oh Gott, war der sag mir hey, wow. Tut mir leid. Tut mir leid, Herr Schiche. Wollte ich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Es ist kaputt. Siehst du dir an. Oh, täuschen oder ermutigen. Oh. Eigentlich bin ich diejenige, die ehrlich sagen würde, guck's Ehrlichkeit. Dir an. Ehrlichkeit. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Ja, aber so. Es geht gar nicht. Das war von vornherein klar. Wieder spät oder früh. Ja, wir haben es erfährt. Jessica! Na, du Blöde. Was machen wir? Also, sie ist eine typische Teenie-Tussi, also Handy. Buch lesen. Die liest doch kein Buch. Zacken. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist am Zingeln. Oh, jetzt geht's ab. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Zwanglauf und Schneeball. Schneeball. Wir werfen den Schneeball zurück. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Ha! Au. Treffer! Klasse. Headshot! Aber er verarscht sie halt auch, das ist mies. Oh. Hey! Ha! Niemals! Das Vögelchen! Hallo! Komm schon! Hey, Mike! Ha, Treffer! Okay, jetzt hast du mich. Schon okay. Immer noch das Vögelchen. Manchmal ist es am besten, nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenn alle deine Tricks. Nö. Gar nichts. Wir machen gar nichts. Sind tierlieb. Und Headshot! So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Schneeball. Nö. Wir machen so. Es passt zu ihr. Okay. Es passt zu ihr. Seit ist es so eine. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen?
in Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Warum lässt die ihren Schlüpfer durchgucken? Das schaut voll scheiße aus. Weil es wahrscheinlich erst noch 16 ist. Neuer Gast. Au. Hallöchen, Doktor. Doktor, 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 MC Doktor. Da sind wir wieder. Hi. Und wie fühlen wir uns jetzt? Gut. Alles super. Lean? Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Mm-mm. Das sind nur falsche Schlangen. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Dann schauen wir mal. Männer machen mich nervös, Frauen machen mich eher nervös. Die guckt böse irgendwie. Ja, Frauen, wenn Frauen böse gucken, ist es immer schlimmer, wie wenn man Mann... Ist ja meistens böse in dem Sinn. Also vom Blick her. Ist es meistens nicht so schlimm. Je nachdem, wie aussieht. Frauen können durch ihre gezupften Augenbrauen allgemein immer böse ausgucken. Ja, Frauen machen mich nervös. Touchpad, andersrum. Flugzeuge machen mich Angst, Gedränge macht mir Angst. Ich bin noch nie geflogen, ich kann es nicht sagen. Ich bin schon geflogen und ich muss sagen, ich habe Höllenrespekt davor. Aber Gedränge, ich hasse Gedränge, ich hasse es. Also ja, aber macht dir das Angst? Es macht mir keine Angst, aber ich hasse es wie die Pest, wie in der Gamescom, wenn jeder dich drückt, aber macht's trotzdem. Aber Angst macht es mir nicht. Also ich habe ein bisschen Angst vor Flugzeugen, weil du bist Flugzeug. Einfach oben und kannst nichts machen. Ich fürchte mich vor Höhen oder vor Ertrinken. Also ich finde, das schlimmste Tod ist eigentlich das Ertrinken. Das kriegst du halt noch mit. Wenn du runterfällst, klatscht auf, ist vorbei. Ja gut, der Flug nach unten wird dir auch in Zeitlupe vorkommen. Aber ja, aber ertrinken, du merkst ja in deinen Kehlen, wie sie immer mit Wasser füllen und kriegst einfach keine Luft. Deswegen ja. Ertrinken. Ich hoffe nicht, wir werden irgendwann ertrinken im Spiel. Ratten machen wir Schlangen. Eigentlich Schlangen. Pff. Schlangen. 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 Vor allem, warum haben wir Handschuhe an? Das ist, oh je. Ja, super, das ist ja beides eine Waffe in dem Sinn. Hm. Wenn ich vor Messer beängstigend finde, dürfte ich ja nicht mal, nie mal was kochen mit dem Messer. Und nie mal was zusammenschneiden. Waffen. Ja, wobei Messerwunden auch scheiße sind. Schon wieder Schlange? Kakerlaken. Wir machen Kakerlaken, keine Angst. Ich erschrecke mich halt im ersten Moment, wenn sie plötzlich auftauchen. Immer noch Schlange. Ja, hallo. Hallo. Oh. Ich mag keine Clowns. Vor allem der Clown, der ist auch nicht sehr lieb. Wobei, die Vogelscheuche. Ja, das ist beides schrecklich. Der kommt mir vor, die Vogelscheuche wie vom Zombieland. Also der Clown, ich mag allgemein keine Clowns. Also. Clowns habe ich keine Probleme normalerweise. Aber wenn er so aussieht, hätte ich auch Probleme. Ja. Vogelscheuchen, ja, es ist halt. Ach. Was nehmen wir? Du entscheidest dich mal. Clowns, oder? Wir haben am Anfang ja gesagt gehabt, dass die Vogelscheuche uns Angst macht. Ja, machen die Vogelscheuche weiter. Blut, ja, mich ekelt Blut. Ja, dich ekelt Blut an, aber. Krähen, naja. Kreden ist eigentlich ein böses Omen normalerweise. Ja, heißt es ja. Aber mich ekelt Blut, also wenn es nach mir geht. Ja. Bleib mal bei Blut, ekelt mich an. Aber Zombie-Filme gucken. Ha. Hab ich dich erschreckt? Verzeih. Nö, hast du nicht. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses okay. Erlebnis. Schlange. Spinnen. Ja, wobei ich in dem Fall Spinnen gesagt hätte.
Blutnadel machen mir nichts. Ja, und jetzt? Guckt er mich. Guckt nicht mal zu. Zombies. Zombies! Zombies! Zombies gibt's aber nicht. Immer noch Blut. Ich bleib beim Blut. Inneren Instinkt, ja? Gewitter. Nein, Gewitter. Gewitter ist geil. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Du machst mir Angst. Schlangen, Zombies und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. 10 Minuten Sitzung und zahlst 300 Euro wahrscheinlich pro Sitzung. Ist jetzt die Frage, ob jetzt der, wo da hockt, der Mörder ist? Dem seine Hose ist kaputt. Gerade eben hat man seine weiße Unterbuchse durchgesehen durch den Arschpopo. Schlitz. Was bisher geschah bei Until Dawn? Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ja? Eifersucht. Josh, Bruder von Hannah und Beth, kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Der schaut aus wie ein Schauspieler. Ja. Und ja, was soll man sagen? Jetzt die Frage. Der hat genau die Momente gesehen, die wir entschieden haben. Wenn wir es anders entschieden haben, wird man da wieder was anderes sehen. Was bisher geschah. Hey, Josh, man hat ja gerade jetzt die Sachen gesehen, was wir entschieden haben. Mhm. Wenn wir es anders gewählt hätten, wären es wieder andere Bildausschnitte. Ach so, meinst du? Ja, wahrscheinlich, ja. Also von daher echt cool. Von daher. Und vorher bei der Sitzung, ich denke mal, dass der, wo da sitzt, der Mörder wahrscheinlich ist. Und der einfach jetzt seine Psyche wieder... Oder vielleicht wissen will, was seine Opfer dabei denken und alles. Oder so. Oder zum Opfer wird. Also oder entgegenwirkt, ja. Wenn einer sagt, okay, ich renne dir mit dem Messer hinterher, was würde er entscheiden, damit er selber sagen kann, okay, ich weiß, dass Deli eher nach rechts rennen würde, also... Ja. Egal, wir machen weiter. Ja, komm schon, du warst so oft hier, für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Wann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten? Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Als YouTuber. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party, oder was? Klar, Mann. Tratschen, Matt und Emily, Sorgen, ist alles okay. Mm. Sorgen, oder? Ja. Sorgen, wir machen uns Sorgen. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Ja. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Vielleicht will er sich rächen. Verdammt. Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Ey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe.
Mal voran, Kumpel. Der macht mir Angst. Hey, Ash. Hey, Chris. Schön, wieder hier zu sein, unruhig, seltsam zurück zu sein. Zuversichtlich, würde ich sagen. Und? Wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Oh ja, sehr verlockend. So, ja. Dann schauen wir mal, dass wir ein Fenster finden, dass wir reinkommen. Damit wir mit Ashley kuscheln können. Der Arschley. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar. Schluss damit, ja, absolut. Zustimme. Ja, stimmen wir mal zu. Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann, sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Ja, das stimmen mal zu. Vielleicht hast du recht. Typische Bro-Gespräche. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschafft. Schon gut, kapiert. Wow. Solche Gespräche sind typisch bei zwei guten Freunden. Typisch Männer. Ja. Wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern? Aber ich schwärze, Alter. Ich hab nicht gesagt, und hast du schon? Alter, bald. Ja. Bald. Hier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Ich will erst alles angucken, bevor ich jetzt hier nach Fenster eigentlich gucke. Nee. Was ist dann? Eine Axt. Ja, ich sehe es. Axt! Die wahrscheinlich nachher fehlen. Da fehlt eine. Hinweis entdeckt, Axthalterung. Dum, dum, dum. Ich wollte eine Axt haben. Das war's. Wow, kein Ton. Axt fehlt. Verdammt, geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Hä? What? Ist ein Tunnel oder was? Ach, die wollen fürs Fenster. Ah, denk doch. Haben wir auch gedacht, ist da jetzt ein Tunnel dahinter oder was? Hätte eher gedacht, das ist festgeschraubt oder so. Oder einbetoniert. Gott, ist das ein Trottel, hey. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Ich wäre jetzt wieder rausgegangen. Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Nee, ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja. Die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Das waren aber nicht letzte Jahr, oder? Okay, du kriegst so das ein bisschen. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Weißt du, was ich meine? Die mit dem Feuer da gespielt haben. Im ja, Wald. Mit dem Feuerlöscher. Wer weiß. Boah, das wäre richtig mies. Na egal, aber da würde ich mal sagen, hier beenden wir diesen Part und den nächsten Part geht es weiter. Haus. Ja, wir müssen ja das Haus, das Deo finden wahrscheinlich und ein bisschen mit dem Deo rumspielen. Ohohoho. Naja, würde ich mal sagen, lasst einen Daumen da und einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao.